Mit dem neuesten Song wollte Rapper Cupcakes nicht nur mit Farid Bang abrechnen, sondern auch zum Beispiel mit Cashmo. Allerdings erntet er nur Gelächter von diesem Rapper. Es ist ein erbitterter Kampf. Seit Monaten wird versucht, der Community von Farid Bang zu erklären, dass der Rapper scheinbar nicht der ist, für den sie ihn halten. Angeblich habe er in seiner Jugendzeit schlimme Sachen getan. Immer wieder wird ihm vorgeworfen, dass er Jugendliche in die Falle gelockt hat für einen älteren Mann, der sich dann an diese Menschen vergriffen hat. Aber bislang gilt die Unschuldsvermutung. Doch bei irgendwelchen Statements bleibt es nicht. Mehrmals wurde inzwischen gedisst. Ein neuer Track soll nun alles zerstören. Auch Cashmo, der davon betroffen ist, kann nur darüber lachen. Denn nach knapp 24 Stunden erreicht der Song gerade einmal 1000 Klicks. Viel zu wenig, um ernst genommen zu werden. Im Statement geht Cashmo näher drauf ein und feuert gegen den Rapper. Hier hört es euch an. Oh, jetzt Kegens Cupcakes. Jetzt hast du da gestern wieder einen neuen Song rausgehauen. Mit einem Kompagnon von dir. Keiner hat dir Steine in den Weg gelegt. Du hast absolute Aufmerksamkeit durch deine Thematiken der letzten Monate. Du hast überall stattgefunden. Und du hast einfach nach einem Tag nur 1000 Klicks. Sieh es doch endlich ein. Es will einfach keiner deine Musik hören. Guck mal, jetzt hast du dem Jungen da auch schon den Start und den Sprung in die Karriere erschwert. Der hätte wahrscheinlich mehr Klicks gehabt ohne dich. Hm? Es will einfach keiner hören. Sieh es doch fein. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Wie findet ihr den neuen Diss-Track und was denkt ihr über das Statement von Cashmo? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.